ETFs an der Supermarktkasse. Klingt komisch, ist aber so. Der Robo-Advisor Quirion bietet seine ETFs nun über Gutscheine bei Edeka an der Kasse an. Quirion ist einer von vielen erfolgreichen Robo-Advisern, die in den letzten Jahren immer stärkere Zuwächse verzeichnet haben. Doch was steckt eigentlich hinter diesen Robo-Advisern? Dazu machen wir einen kurzen Zeitsprung ins Jahr 2016. Es ist das Jahr von Trumps unerwartetem und trotzdem beeindruckenden Wahlsieg in den USA. Unter anderem durch das geschickte Auslesen von Social-Media-Daten werden diesen Usern nämlich die Beiträge empfohlen, die Trump unterstützen. Wenn Computer also in der Lage sind, das Verhalten von Menschen vorauszuahnen, warum sollte das nicht auch an der Börse möglich sein? Die Welt der Investoren ist seit jeher auf der Suche nach dem heiligen Gral, der die Börsenwelt entschlüsselt. Wenn das also bei solchen Themen funktioniert, dann muss es doch auch möglich sein, mithilfe von Computern diese Kurse vorherzusagen. Scalable Capital ist den meisten von euch sicherlich als Broker oder Plattform bekannt, wo man günstig Aktien und ETFs besparen oder auch kaufen kann. Tatsächlich wurde Scalable Capital aber als digitale Vermögensverwaltung gegründet, die mit eigenen Anlagekonzepten deine digitale Geldanlage revolutionieren sollte. Der Begriff Robo-Advisor setzt sich dabei zusammen aus Roboter einerseits und Advisor, also Berater, andererseits. Indem du also dein Geld oder deine Vermögensanlage dieser Maschine anvertraust, wird der persönliche Berater ersetzt, dabei sollen aber mindestens ebenso gute Ergebnisse erzielt werden können. Inzwischen sind einige Jahre am Markt vergangen, sodass es möglich ist, eine gewisse Bilanz zu ziehen und zu schauen, welche Robo-Advisor eigentlich wie gut performen. Ich bin's Matthias aus der Pfennigfabrik und in diesem Video erfährst du, warum ein Robo-Advisor genau das Richtige für dich sein könnte. Viel Spaß dabei! Dieses Video ist in drei Teile untergliedert. Im ersten Schritt zeige ich dir, welche Gruppen von Robo-Advisor es eigentlich da draußen gibt. Im zweiten Schritt klären wir, welche Vor- und Nachteile bestimmte Gruppen haben. Und im letzten Schritt zeige ich dir drei Robo-Advisor, die in meinen Augen für uns interessant sein könnten. Nachdem ich mich mit all diesen Robo-Advisern beschäftigt habe, habe ich sie versucht, etwas zu clustern, damit es uns leichter fällt, zu unterscheiden, wer eigentlich in Frage kommt und wer nicht. Es hängt bei dem Robo-Advisor nämlich einerseits davon ab, ob bestimmte Signale gesendet werden, sei es jetzt durch einen Menschen oder eine Maschine, oder ob überhaupt keine Signale gesetzt werden. Was das genau bedeutet, klären wir gleich. Auf der anderen Seite unterscheiden sich die sogenannten Robos dadurch, ob ein Mensch oder die Maschine eine Entscheidung für dich trifft oder ob du selbst einen Einfluss auf die Anlagestrategie ausüben kannst. Die erste Gruppe ist die der aktiven Robos, wie sie auch genannt werden. Es werden einerseits aktive Signale gesetzt und von einem Menschen oder auch der Maschine selbst umgesetzt oder danach gehandelt. Wenn diese Signale an dich geschickt werden und du aber selbst entscheiden kannst, ob du diesen Signalen folgen möchtest, dann ist es in meinen Augen ein halbaktiver Robo. Die nächste Gruppe von Robo-Advisern sind die halbpassiven Robos. Hier werden keine aktiven Handelssignale gesendet, aber die Maschine, beispielsweise durch ein eigenes Anlagekonzept, entscheidet über deine Anlagestrategie. Letztlich kannst du bei den rein passiven Robos deine eigene Anlagestrategie festlegen und diese wird dann von dem Robo-Advisor umgesetzt und für dich gemanagt und verwaltet. Wir haben also vier Gruppen von Robo-Advisor, die sich darin unterscheiden, ob aktive Handelssignale gesetzt werden und inwieweit deine eigene persönliche Meinung und Handlungsfähigkeit eine Rolle spielen. Kommen wir nun zum zweiten Part. Welcher Ansatz davon macht Sinn für uns? Beim Investieren achte ich darauf, welche neutralen, objektiven und wissenschaftlichen Argumente bisher vorliegen und was man daraus für seine eigene Handelsstrategie ableiten kann. Dabei hat sich herauskristallisiert, dass der passive Investmentansatz beispielsweise über marktkapitalisierte ETFs ein sehr, sehr sinnvoller Ansatz ist, gerade im Vergleich zu aktiven Handelsansätzen oder auch aktiven Fonds, die in der Regel etwas teurer sind und dadurch deine Rendite schmälern. In meinen Augen ist also das passive Investieren für den Großteil von Privatanlegern am besten geeignet. Es gibt sowohl in der Theorie als auch in der Historie wenige Beispiele dafür, dass der Markt systematisch geschlagen werden kann. Das heißt nicht nur ein Jahr aus Zufall oder ein paar Jahre, sondern so gut wie jedes Jahr, also systematisch. Ich war selbst sehr gespannt, als ich mir die Performances der oberen Gruppe, also der aktiven und halbaktiven Robo-Advisor, angeschaut habe. Dazu habe ich mir die Daten von brokervergleich.de herangezogen, die über verschiedene Testperioden diese Daten zur Verfügung stellen. Manche Robos gibt es bereits seit 2015, andere erst seit 2021. Insofern habe ich mal die Zeitreihen nachvollzogen und gesehen, dass 2018 ein ganz gutes Startdatum ist, um vergleichsweise viele Robos miteinander vergleichen zu können. Von den ausgewählten Robos habe ich dir jetzt mal nur die aktiven oder halbaktiven Robo-Advisor-Strategien zusammengestellt. Und was ganz klar zu erkennen ist, dass
alle leider ausnahmslos unterhalb ihrer Benchmark performt haben. Dazu muss man allerdings sagen, dass es gar nicht immer so einfach ist, eine geeignete Benchmark für diese vielen verschiedenen Ansätze zu finden. Allein in den letzten Jahren war es sehr, sehr entscheidend, ob der Aktienanteil gegenüber einem Anleiheanteil beispielsweise 10% größer oder kleiner war. Und dementsprechend können diese Ansätze natürlich sehr, sehr schnell besser oder auch schlechter performen. Außerdem ist der Zeitraum von 3 bzw. 4 Jahren immer noch sehr, sehr gering im Vergleich, als dass man dazu eine systematische Aussage treffen könnte. Außerdem sind, wie gesagt, auch nicht alle Anbieter hier mit inbegriffen. Es wird also durchaus den ein oder anderen Robo mit einem aktiven Ansatz geben, der den Markt bisher geschlagen hat. Auch wenn es also in dieser Analyse einige Einschränkungen gibt, kann man trotzdem feststellen, dass jetzt nicht alle aktiven Robo-Advisor den Markt outperformen. Es ist möglicherweise so wie bei den aktiven und passiven Fonds, nämlich dass die Kosten bei den aktiven Ansätzen auch etwas höher sind, weil ein etwas höherer Analyseaufwand notwendig ist und dass diese höheren Kosten auch ein Stück der Rendite auffressen. Genauso gut ist es auch nachvollziehbar, dass ein ganz normaler Robo-Advisor, den wir hier in Deutschland kaufen können oder an dem wir uns beteiligen können, wahrscheinlich noch nicht den heiligen Gral der Börsenwelt gefunden hat. Zumindest habe ich noch von keinem Robo-Advisor gehört, der systematisch einen Mehrwert gegenüber einem rein passiven Ansatz geliefert hat. Dementsprechend würde ich persönlich nicht auf einen Robo-Advisor aus Performancegründen zurückgreifen. Trotzdem finde ich es sehr inspirierend und sehr spannend, welche Ansätze es da draußen auch bei den aktiven oder halbaktiven Robos gibt. Und wenn dich dazu mehr interessiert, dann habe ich dir unten in der Videobeschreibung einige Informationen dazu verlinkt. Schau dir also gerne mal die Anlagekonzepte auch von einigen aktiven Robo-Advisor an. Was in meinen Augen aber tatsächlich ein Vorteil von Robo-Advisern gegenüber der selbstgemanagten Anlage ist, ist der Zeitvorteil. Wenn du dich beispielsweise nicht um das jährliche Rebalancing, was du übrigens dieses Jahr ebenfalls nicht vergessen solltest, kümmern möchtest, dann nehmen dir diese Robo-Advisor genau dieses Management deiner Geldanlage ab. Auch all diejenigen, die sich vielleicht noch unsicher in der Auswahl des richtigen ETFs sind oder gerade erst mit der Geldanlage beginnen, finde ich das Konzept eines Robo-Advisors sehr, sehr interessant. Außerdem bieten dir diese Robo-Advisor auch andere Features an, beispielsweise eine Steueroptimierung, dass also automatisch dein steuerlicher Freibetrag mithilfe dieser Gewinne ausgeschöpft wird. Viele bieten inzwischen auch eine automatische grüne Geldanlage an, das heißt, du musst dich nicht erst in die Materie der nachhaltigen ETFs oder der nachhaltigen Geldanlage einarbeiten, sondern diesen Service übernehmen die Robo-Advisor für dich. Im Vergleich zu uns Privatanlegern streuen diese Robo-Advisor in der Regel auch noch über verschiedene ETF-Anbieter, sodass man dort das Risiko einer schlechten Tracking-Differenz beispielsweise ebenfalls reduzieren kann. Für all diejenigen, die also wirklich so wenig Zeit wie möglich in ihren Vermögensaufbau investieren möchten, sondern das alles outsourcen möchten, trotzdem aber die hohen Kosten von einer persönlichen Beratung scheuen, könnte ein Robo-Advisor eine smarte Lösung sein. Wenn es also rein um die Zeitersparnis und die Bequemlichkeit geht, dann würde ich mich auf die rein passiven Robos konzentrieren. Warum keine halb passiven Robos? Ich habe mich mit den verschiedenen Anlagekonzepten auseinandergesetzt und festgestellt, dass dort zwar ein konsistentes Anlagekonzept verfolgt wird, das heißt keine aktiven Handelssignale gesendet werden, dass allerdings oftmals das Risikomanagement im Fokus steht und dann auf Basis von bestimmten Parametern eher in sicherere Anlagen wie Anleihen beispielsweise umgeschichtet werden soll. In meinen Augen brauchst du dieses Risikomanagement allerdings nur, wenn du dir nicht genau sicher bist, wann du dein Geld eigentlich zurückbrauchst. Denn wenn du länger als beispielsweise 10 Jahre als Anlagehorizont hast, dann können dir diese Schwankungen in der Zwischenzeit ziemlich egal sein und du kannst deine Aktien einfach laufen lassen. Wenn du allerdings keinen bestimmten Anlagehorizont vor dir hast, sondern einfach nur irgendwie dein Geld investieren möchtest und etwas risikoavers bist, dann würde dieses Risikomanagement schon Sinn machen. Dort sehe ich aber ziemlich günstige Multi-Asset-Portfolios etwas im Vorteil. In meinen Augen sind also die passiven Robo-Advisor das Mittel der Wahl. Wie sind diese passiven Robos nun einzuordnen? Vergleich's am einfachsten mal mit dem Essen. Wenn du selber kochen möchtest, dann gehst du selbst einkaufen, beschäftigst dich mit den Nährwerten etc. etc. Und genauso ist es, wenn du dich selbst mit deinen ETFs auseinandersetzen möchtest und dir dein eigenes Portfolio zusammenstellst. Auch hier schaust du beispielsweise in die einzelnen Bestandteile des ETFs oder in die einzelnen Positionen, um herauszufinden, ob dieser ETF für dich Sinn macht oder nicht. Auf der anderen Seite könntest du auch in ein Restaurant gehen oder einen persönlichen Koch anstellen. Das wäre dann die Lösung, wenn du einen persönlichen Vermögensverwalter oder einen persönlichen Berater hättest, der sich um deine Finanzen kümmert. Während du mit reinen ETFs beispielsweise 0,2 bis 0,3% bezahlen musst, sind es bei einem persönlichen Berater oder diesen aktiven Fonds 2 bis 4 oder sogar 5% pro Jahr. Ein Robo-Advisor ist dann genau in der Mitte, also beispielsweise der Lieferdienst, der dir die selbst bereitgestellten Portfolios dann nach Hause liefert und du das einfach nur konsumieren kannst. Du musst dich nicht selber um die Auswahl von Lebensmitteln bzw. um die Auswahl von ETFs kümmern, das übernimmt alles der Robo für dich.
Die Kosten betragen hier im Durchschnitt 0,8 bis 1,2%, ungefähr mit einigen Abweichungen, und liegen dadurch also deutlich über dem eigenen ETF-Portfolio-Management, aber auch deutlich unterhalb eines persönlichen Beraters oder von aktiven Fonds. Welche rein passiven Robos kommen hier also in Frage? Ich habe mir mal einige Anlagekonzepte angeschaut. Es ist jetzt kein umfassendes oder systematisches Urteil oder kein Testvergleich oder so, sondern ich habe mir die Anlagekonzepte und einige Features angeschaut und finde folgende drei Robo-Advisor ziemlich spannend. Einer meiner Favoriten ist Quirion. Quirion ist in vielen Testurteilen unter den Testsiegern und setzt stringent auf ETFs und verfolgt einen rein wissenschaftsbasierten Ansatz. Einfach vom Konzept her kommt es meiner Vorstellung eines guten Robo-Advisors also schon sehr, sehr nahe. Quirion ist eine Tochter der Quirin Bank. Sie setzen rein auf Honorarberatung, das heißt, du bezahlst dann nicht mit Provision, sondern gegen Honorar für eine Beratung. Ich finde, das ist ein sehr, sehr spannendes Modell. Sie sind trotzdem sehr, sehr innovativ, wie das Beispiel eingangs mit Edeka gezeigt hat. Und sie implementieren auch immer wieder neue Features. Sie haben einen eigenen Podcast und kümmern sich in meinen Augen ziemlich gut um ihre Kunden. Die Kosten ohne persönliche Beratung sind mit 0,7% im Vergleich ganz in Ordnung und du kannst sogar die ersten 10.000 Euro dort anlegen, ohne diese Kosten zu zahlen, sondern du zahlst dann lediglich die ETF-Kosten in Höhe von 0,22%. Auch die Oberfläche finde ich sehr gelungen. Du kannst mit 25 Euro hier monatlich besparen, es gibt eine Nachhaltigkeitsvariante und die Systematik der Geldanlage ist in meinen Augen sehr, sehr gelungen. Nicht zuletzt gibt es auch einen 100 Euro Neukundenbonus. Wenn dich das interessiert, findest du einige Details dazu in der Videobeschreibung. Ja, der günstige Allrounder ist für mich Raisin Invest. Die haben auch noch ein ziemlich spannendes Feature implementiert, das ich dir jetzt vorstelle. Ja, auch hier liegt der Fokus in meinen Augen ganz wichtig auf ETF-Portfolios und du kannst einen Aktienanteil von bis zu 100% erreichen. Mit 0,48% ist Raisin Invest ziemlich günstig und auch hier hast du die Möglichkeit, über Sparpläne deinen Vermögensaufbau voranzutreiben. Ansonsten ist es relativ unspektakulär und unterscheidet sich nicht großartig von anderen Robo-Advisern. Allerdings ist ein Feature, nämlich der ETF-Configurator, ziemlich spannend. Und zwar kannst du hier nämlich aus sehr, sehr vielen ETFs dein eigenes persönliches ETF-Portfolio zusammenstellen und das reine Management, beispielsweise das Rebalancing oder auch eine Steueroptimierung, wird dann von Raisin Invest übernommen. Das ist in meinen Augen genau der Vorteil, warum es sich lohnen könnte, auf einen Robo-Advisor zurückzugreifen. Die zusätzlichen Kosten in Höhe von 0,48% pro Jahr sind in meinen Augen noch relativ teuer, weshalb dieses Angebot in meinen Augen noch nicht ganz so attraktiv ist. Vom grundsätzlichen Gedanken her aber ziemlich spannend. Wenn dich das interessiert, kannst du auch hier Infos in der Videobeschreibung finden. Tja, und schließlich Oscar, den ihr vielleicht auch schon kennt. Oscar ist besonders für junge Eltern interessant, die vielleicht das ein oder andere Mal das Problem haben, dass die Großeltern noch Sparbücher für die Enkel eröffnen. Oscar ist nämlich speziell unter anderem für junge Eltern ausgelegt. Das heißt, man kann dort ein ETF-Portfolio für das Kind organisieren, beispielsweise indem man einfach die IBANs an Verwandte schickt und diese dann automatisch Geld in dieses ETF-Portfolio einzahlen können. Überhaupt finde ich es gut, wenn man so früh wie möglich anfängt, auch für die Kinder zu investieren. Insofern finde ich dieses Feature einfach ziemlich genial. Hier wird passend zum Thema auch eine Nachhaltigkeitsvariante angeboten. Allerdings sind die Kosten in Höhe von 1% für diesen Robo-Advisor in meinen Augen relativ hoch. Gibt es andere Robo-Advisor, über die du mehr erfahren möchtest, die du vielleicht sogar selber nutzt? Lass es mich unten in den Kommentaren gerne wissen. Scalable Capital hat für seinen Robo-Advisor übrigens die Mindestanlagesumme von 10.000 Euro jetzt zurückgenommen. Der Robo-Advisor von Gerd Kommer beispielsweise hat die Gebühren gesenkt. Wenn du also beispielsweise zu diesen zwei Robos etwas mehr wissen möchtest, dann schreib es wie gesagt unten in die Kommentare. Wenn dir dieses Video gefallen hat, dann lass uns gerne einen Daumen nach oben da. Wenn du das erste Mal bei der Pfennigfabrik vorbeigeschaut hast, dann komm doch gerne wieder und abonniere diesen Kanal. Und dann bis zum nächsten Video. Bis dahin, mach's gut.